So, hier gibt es jetzt erstmal. Rohstoffsilo kostet extremst viel. Wir sind schon in einer neuen Runde. Brauch das Gebäude. Ich muss ein bisschen gucken, wie ich jetzt mit dem Geld haushalte. Ich bräuchte 2000 Gold. Kriege ich jetzt nicht mehr über die Einheiten. Nee. 2000 Gold brauche ich. Wie viel habe ich noch? 500. Das könnte ein Kristall sogar verhandelbar sein. Noch 250. Ach, da steht's ja. Alright. Ja, und wieder Kohle. So. Oh, sie wollen sich uns anschließen. Wunderbar. Wir stoppen an, Diplomaten mit einer gebrochenen Achse zu helfen. Aus Dankbarkeit gibt ihr euch eine Schärpe mit magischen Eigenschaften, die, wie er sagte, hilft, dass die Leute die Dinge auf eure Weise sehen. Über die Schultern geworfen, reduziert die Ehrenschärpe die Kosten einer Kapitulation. Bibliothek der Erleuchtung. Da werde ich wahrscheinlich immer noch nicht hin können. Oder besser gesagt, nicht rein dürfen. So, und fürs Kapitol brauche ich jetzt jede Menge Gold. Ich kann aber nicht umhin, weiter meine Sachen zu verbessern. Dementsprechend gehen wir auf den Greifenflügel drauf. Und hier unten, holla die Waldfee, Magierturm, Aussichtsturm, der extremst unnötig ist eigentlich, den kann man echt zum Schluss erwerben. Zusätzliche Zaubersprüche, erhöhter Wachstum, das Wissen eines Helden plus 1, wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber es ist relativ günstigste. Was einkassiert. Oh, okay, guck mal da. Da sollen wir durch. Das machen wir doch mal glatt. Gefährlichste hier momentan diese Knilche. Weswegen ich sie mal ein bisschen hervorlocke. Töten. Oder den Höllenhund. Oh, machen wir den Höllenhund platt. Ah, ich bin noch etwas schwächer als gedacht. Schützen stehen da oben jetzt ein bisschen schlecht. Ich kann welche wiederbeleben. Dementsprechend warte ich eine Runde, glaube ich. Thank you.
Sehr schön. Keinerlei Verluste. So, verbesserte Führung. Verbesserte Moral oder Nahkampf. Bessere Offensive natürlich. Auch hier reiten wir mal weiter. Und sehen daneben noch was, was wir platt machen wollten. Ich muss Erfahrungspunkte sammeln. Okay. Hier baut immer noch weiter Kohle. Schaut's hier aus. Stadtrathaus kann man jetzt uns hier mal kaufen. Und hier habe ich kaum noch Geld für irgendwas. Dann nehmen wir das kleine Ding hier noch. So, Moral und Kampf erhöht das da. Und wir nehmen uns mal den Eisengolems an. Lassen wir das mal ein bisschen näher kommen. Verbessert Offensive. Und da gibt es ein Artefakt. Eure Truppen entdecken einen schaurigen Schrein, der den Untoten geweiht ist. Ihr segnet den Schrein und zerstört durch das steinerne Emblem über dem Altar. Darunter befindet sich ein echter Schild, den ihr mitnehmt, um ihn von diesem unheiligen Ort zu entfernen. Mhm. Und was ist das für ein Schild? Weltverteidigung plus 3, jawohl. So muss das sein. Was haben wir da noch für welche? So, der hat das da unten jetzt aufgenommen. Dann reitet er immer noch zurück. Ich brauche hier immer noch einen, der ein bisschen sich Kreaturen sammelt und aufpasst. So, dann verbessern wir nach Möglichkeit was sehr günstig ist. So, sie wollen fliehen. Möchte ich sie töten? Ja, möchte ich. Ich brauche Erfahrungspunkte. Ah, perfekt. Und jetzt brauche ich aber links Kohle. So, das ist perfekt. Haben wir noch ein bisschen ordentlich was bekommen. Holen wir uns hier jetzt verbessertes Kloster. Und hier unten holen wir uns noch was Günstiges diesmal. Was Günstiges. Nehmen das hier. So, und den haben wir jetzt hier alles erkunden lassen. Dann versuche ich ihn mal noch hier unten hinzubringen. Schafft er das? Na, er braucht 3 Runden. Leider nein. Ja doch, er schafft's noch. Dann kann er das nämlich gerade mit einsammeln. Hier mal viele Riesengorgonen. Das ist jetzt ein bisschen kniffliger. Ich glaube, die sollte ich nur versuchen, wenn ich mehr Units habe. Jetzt haben wir genügend, um hier das Kapitol endlich zu erwerben. Hier unten holen wir uns dann halt mal noch die Magiergilde 2. Aussichtsturm. Oh, unser Aussichtsturm. Ah, Riesengorgonen. Viele. Viele könnte sehr knifflig werden. Ich speichere mal. Ich habe ja Gott sei Dank eine starke Defense. Starke Defense hin oder her. Ich glaube, das hier wird böse.
Guck, dass es nicht allzu viele sind, die uns attackieren können. Jetzt können da nur noch zwei ran, weil da unten ist zu. Ja, dann mache ich da einen mal weg, ha? Ich mache einen Vierer weg. Kann dann aber wieder umzingelt werden. Shit, shit, shit. Ich sollte meine Minotauren wiederbeleben. So ein Dreck aber auch. Ah, ich kann nur einmal wiederbeleben. Das ist natürlich blöd. 12 Scharfschützen verloren. Na gut. Meisterhafte Offensive haben wir dafür aber erhalten. Ah, und da kommen wir schon Beispiel gar nicht mehr weiter. Ein Feenring. Verbessertes Glück. Eine Grabstätte. Möchtet ihr die Ruhe der Untoten stören? Ja. Widerwillig begeben sich eure Truppen in das Grabmal und finden auch das Artefakt Ring des Lebens. Aber diese verachtenswerte Tat hat ihre Moral ruiniert. Ein Grab des Krieges besucht. Momentane Modifikation. Minus 3. So, der Duke konnte das da unten jetzt besuchen. Bleibt da gerade mal stehen, dass ich es wieder besuchen kann. Und hier holen wir uns jetzt noch nix. Hier brauchen wir was. Jetzt holen wir uns hier mal den Magierturm. Und hier holen wir uns die Stelle. Neue Woche hat begonnen. Erstmal 5 Kristall hier. Dann lasse ich ihn zu dieser Windmühle reiten. Nehme mit mir mit ihr auch diese Windmühle vor. Und ab hier unten mal den Übungsplatz. Und auch noch das Rohstoffsilo. Ah, nee, kommt Übungsplatz her. Und hier die Zitadelle. Die Goldgolems wollen fliehen. Die waren natürlich putt. Lassen wir sie mal zu uns kommen. Schieben wir unsere Einheit nach oben. Ach scheiße, er war wieder dran. Und das war's. Da haben wir jetzt einen Schlangenrudel. Ja, nehmen wir das gerade mit. Ja, wir wollen sie töten. Meisterliche Artillerie. Doppelter Schaden mitgenommen. So. Sie läuft hinterher. Der läuft mal hier hin. Ich muss jetzt eins von beiden töten. Einhorn oder Chimären. Dann gehe ich doch lieber zu den Einhörnern.
glaube, der Zentaure kommt da unten wunderbar zurecht. Natürlich müssen sie ausgerechnet auf meine Scharfschützen gehen. Saftsäcke. Und da gibt es einen Blitzangriff.